Ja, und ich habe wieder das fantastische und große Vergnügen, zusammen mit Ann-Kathrin Kosch zu moderieren. Es geht nämlich um Licht. Ihnen soll ein Licht aufgehen. Wir haben die passenden Lampen dazu. Und ja, was ich noch verraten darf, so unter uns, Ann-Kathrin und ich waren gemeinsam am Wochenende im Europapark in Rust. Da hatten wir ja die Miss Germany-Wahl und auch die Miss Pearl TV. Die ist sogar unter die letzte 8 gekommen. Leider hat sie es nicht geschafft. Hat uns natürlich gut gefallen. Ja, stimmt. Ich war in der Jury übrigens. Ich habe alles getan, was ich konnte. Aber vielleicht hätte ich diese Taschenlampe gebraucht, um die anderen Juroren mehr zu blenden. Ich weiß es nicht. Stimmt. Aber es geht jetzt um unseren Cryolights. So, liebe Zuschauer, das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, das müssen Sie wirklich erlebt haben. Das ist unsere extra helle Cryolight Aluminium Taschenlampe. Und wenn ich sage ultra hell, dann reden wir von 9 leistungsstarken Cree LEDs. Und das entspricht 11.000 Lumen. Ich habe jetzt mal nur mal wirklich das Niedrigste eingestellt, weil 11.000 Lumen ist so hell, dass wenn man direkt hineinschaut, nie wieder etwas sehen wird. Naja, es ist keine Waffe. Nein, das meine ich nicht damit, aber es ist schon sehr, sehr hell. Das heißt, bitte nicht direkt hineinschauen. Es ist wirklich toll, wenn Sie jetzt mal sagen, ich will mal mit dem Hund Gassi gehen. Oder schauen Sie doch mal, wenn ich jetzt in die Kamera leuchte, es überblendet sofort. Oder hier, auch das mal in der Nacht ein Gebäude anleuchten. Ich meine, die hat eine Reichweite von bis zu 300 Metern. Ja, 300 Meter, das muss man sich erst mal vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, man muss sich da erstmal selber von überzeugen, dass diese Taschenlampe wirklich so hell ist. Es ist ein Wahnsinns-Taschenlampe, der robust ist. Der, wenn man den in der Hand hat, in diesem wirklich gut designten Griff, dann hat man wirklich sehr, sehr viel Spaß damit. Wenn das Ding liegt ausgewogen in der Hand, man kann es auch hier unten nehmen. Sie wissen schon, im Dunkeln. Ne, ist nicht nur gut munkeln, sondern da kann ja auch mal der böse Onkel kommen. Und da habe ich nicht nur das Licht, ich blende ihn, ja, und kann genau entsprechend dann weglaufen, zum Beispiel. Aber wenn man sieht, dass dieses Aluminiumgehäuse hier diesen 9 LEDs drin hat, die sind einzeln eingebettet in ihren Gehäuse und das sollte man sich, sehen Sie, hier sehen Sie sich richtig, wenn ich es so halte, jawohl, da sehen Sie ganz deutlich. Und wenn dann die Ann-Kathrin gesagt hat, 11.000 Lumen, jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, einen einfachen Beamer, wo man so Filmchen an der Wand werfen kann, die haben 400, 600 Stimmt. Lumen. Ja. Ja, oder die ganz teuren, die haben schon 2.000 oder 2.400 Lumen. Aber hier habe ich 11.000 und ich mache das mal so an, vorbei, naja, da wissen Sie es schon, ich gehe extra unter an der Kamera vorbei, weil ich möchte nicht, dass ich meine Kollegin an der Kamera blende. Ein Cryolight vom Allerfeinsten und er hat 30 Zentimeter Länge. Das ist immerhin schon etwas ganz Ordentliches. Tja, und die ist natürlich auch staubdicht und wasserfest, selbst wenn Sie jetzt wirklich mal mit dem Hund Gassi gehen oder im Park abends spazieren gehen und es sollte mal spontan anfangen zu regnen, das macht ja gar nichts aus. Und wir haben verschiedene Modi, die ich wählen kann, also 3 verschiedene Helligkeitsstufen. Und natürlich, das möchte ich Ihnen auch gerne mal zeigen, das SOS-Signal, das ist Stroboskop, ja, und das wäre dann SOS, 3-mal kurz, 3-mal lang, 3-mal kurz. Moment, wir müssen suchen. Das hier, genau. Und das ist, wenn man zum Beispiel mal eine Autopanne hat und möchte sich dann aufmerksam machen. Da ist es mal ganz nützlich, wenn man dann so eine starke Taschenlampe hat. Da wird man auch kilometerweit gesehen. Da denken vielleicht die Autofahrer, da hat jemand sein Aufblendlicht an. Ne? So hell ist die. Ja, vor allen Dingen ist es so, jeder, groß oder klein, kennt einfach diesen Morsecode SOS, 3-mal lang, 3-mal kurz, 3-mal lang. Und das macht diese Lampe also absolut. Eine LED-Taschenlampe inklusive 3 Akkus und Ladegerät und deutsche Anleitung. Genau, das mit den Akkus, dass ich das immer wieder aufladen kann, ist wirklich sehr schön. Ist schon den Geldbeutel, aber natürlich ist auch schön für die Umwelt. Ich kann es immer wieder verwenden und bis so ein Akku erstmal leer ist, liebe Zuschauer, das dauert. Denn LEDs sind ja auch im Verbrauch an sich sehr, sehr sparsam. Ja, und wir haben für Sie eine Bestellnummer, das ist die NX2308569, der Preis 94,91 zu bestellen, unter anderem
und unseren Hotline, unser Bestellzentrum. Ich habe jetzt hier nochmal dieses Ladegerät. Da sehen Sie diese zwei Stationen, wo ich zwei Akkus quasi einspannen kann. Hier mit das Kabel dazu. Und was sehr, sehr wenig erwähnt wird, aber was doch erwähnenswert ist, das ist, wir haben bei all unseren Geräten eine deutsche Gebrauchsanleitung. So, und was ich jetzt hier noch für Sie habe, das ist ein Gürtelring. Ja, der wird, das hier wird am Gürtel festgeklippt. Das heißt dann, ich habe diese Taschenlampe immer bei mir. Ich habe die Hände frei und sie ist vor allen Dingen auch immer griffbereit. Ne? Also das ist wirklich ganz praktisch für alle Taschenlampen mit einem Durchmesser bis 43 mm. Das wird dann hier so angeklipst und hat wirklich einen sicheren und stabilen Halt. Also da kann nichts passieren. Und dann hat man die Taschenlampe immer bei sich. Da muss man nicht erst suchen, wo ist die, oder mit sich in der Hand rumtragen, ja? Sondern hier einfach an den Gürtel klippen. Ja, das ist ideal auch für den Handwerker, der an seinen Handwerksgürtel das Ganze hängen möchte. Das ist wirklich eine gute Geschichte. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe es falsch gemacht. Ich habe es ja hier drum gehängt. Ich muss ja da rein. So ist das. So rum, genau. So. Und dann kann die auch nicht mehr runterfallen, ne? Weil in der Hand kann ja mal passieren, dass sie dann ausrutscht. Das wäre ja ärgerlich. Und dann können Sie die immer mit sich beitragen. Und für 2,76 Euro ist doch ein klarer Mitbestellartikel, oder? Absolut. Und das ist original, so wie die Polizei in Amerika das an ihren Waffengurt tragen. So ein Gerät dazu. Kleinigkeit, aber wirksam. Hilft Ihnen bestimmt sehr. Das stimmt. Das sieht man ja auch bei den, nicht nur bei den Polizisten, auch bei den ganzen Sicherheitsdiensten. Die Nachtwächter, die schwören ja darauf. Weil immer, wenn man die Taschenlampe braucht, ist sie dann auch griffbereit. Ja, und die können Sie sich bestellen mit der NX2024 und der 569. So, und damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Produkt. Das finde ich ja ganz toll. Das ist nämlich so eine LED-Handlampe. Also zum einen hatte ich hier so einen Gurt. So, die kann mir hier schon mal nicht runterfallen, weil ich die jetzt hier gesichert habe. Und die nennt sich Handlampe, weil die liegt natürlich auch wunderbar in der Hand. So, und jetzt schalten wir die ein. Da drückt man ein bisschen länger drauf und erst dann passiert was. Die ist jetzt nicht ganz so hell, aber immer noch 10 Watt im Verbrauch, ja, und 500 Lumen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Beamer, was du vorhin genannt hast, ja, das Beispiel, ne? Ja, was man hier auch ganz deutlich sieht bei diesen Geräten, man hat auch hier wieder das Stroboskoplicht. Man hat drei Stufen. Da haben Sie auch jetzt gerade eben deutlich gesehen, dass sich das vom Lichtstärke her weniger wird. Mhm. Was sehr gut ist bei diesem Gerät, das liegt wunderbar in der Hand, ja, und ich kann das wirklich schön einstellen. Und ich kann es nicht nur so machen, dass es auf einen Fleck geht, das heißt, ich kann punktstrahlen, sondern ich kann das auch entsprechend weitwinklig stellen. Und ja, das ist hier also auch deutlich angegeben mit diesem Zoom. Also ein wirklich sehr schönen Griff. Kriegt man keine Schweißhändchen drauf, weil hier alles sehr luftig ist, aber sehr stabil gebaut. Und ich kann hiermit wirklich schön leuchten, genau, wie das ist. Etwas länger drücken und dann geht das Gerät aus. Nicht, dass Sie denn zu Hause denken, die Taschenlampe geht gar nicht. Zwei Sekündchen draufdrücken, dann funktioniert sie. Und auch die hat eine Reichweite von bis zu 350 Metern. Also auch wenn Sie da abends nochmal mit dem Hund Gassi gehen oder vielleicht im Winter, wenn man dann früh morgens zeitig raus muss, um das Auto frei zu kratzen. Es ist auch praktisch, wenn man so eine Taschenlampe dabei hat. Ich bin immer der Meinung, eine Taschenlampe gehört einmal in den Haushalt, ne, wenn mal Stromausfall ist, und zum anderen aber auch in jedes Auto, falls man mal eine Autopanne hat. Ja, und ich versuche Ihnen jetzt mal das Leuchtmittel zu zeigen. Das ist dieser kleine LED-Quadrat im Hintergrund. Und ich kann jetzt Ihnen zeigen, wenn ich den Zoom einschalte, wie sich das Ganze... Sieht lustig aus, ja. Ja, wie sich das Ganze ändert. So, und jetzt kommt er wieder zurück. Yes. Und ich habe die Augen von Ihnen zu Hause geschont, da ich das Licht nicht angemacht habe. Sehr gut. Also die verbraucht gerade mal 10 Watt. Auch hier, was die Batterie oder die Leuchtdauer betrifft, sind wir wirklich ultra sparsam. Ich meine, das sind ja LEDs, das kennen Sie auch von unseren anderen LEDs, die wir im Sortiment haben, dass sie wirklich nicht viel verbrauchen. Und das ist ja das Schöne daran, weil dann ist es nicht so... Meistens, wenn man dann wirklich eine Taschenlampe hat, ja, und dann kramt man die raus, dann ist die Batterie leer. NX2369569 zum Preis von 47,41. Also das ist wirklich kein Geld.
Wir kommen zu unserem nächsten Taschenlampe. Auch wiederum ein sehr, sehr starkes Gerät. Ein Gerät, was auch wirklich aufgeladen werden kann via ein USB-Kabel. Und was wir hier noch dabei haben, ist zum Beispiel eine Kiste voller Zubehör. Das ist das ganze Set. Also da haben wir einmal die Taschenlampe, die in dem Set mit dabei ist. Dann natürlich aber auch noch unsere Gürteltasche. Das ist diese hier. Und das Ladekabel. Jetzt fragen sich, Ladekabel, hat das jetzt keine Akkus, keine Batterie oder wie funktioniert das? Das ist eine 2-in-1 Taschenlampe. Das heißt, sie fungiert einmal als Taschenlampe, aber auch gleichzeitig als Powerbank, denn die hat hier noch so einen kleinen USB-Anschluss und dann später kann ich hier mein Handy mitladen und das will ich noch mal zeigen. Dieses Ladeteilchen ist mit dabei. So, jetzt schließe ich das hier an und dann wird mein Handy geladen. Sie sehen es hier, 11%, da wird es Zeit, dass wir das Handy mal wieder laden. Ist doch praktisch, oder? Alles immer dabei. Das nicht nur im Dunkeln, sondern auch im Hellen. Ein Ladeakku, ein wiederladbarer Akku haben wir dabei von Cryolite. Das ist natürlich klar. Man kann hier sehr, sehr viel mitmachen. Ideal also, dass man mit diesen kleinen Akkus, die hier drin sind, sogar sein Handy aufladen kann. Und man hat wirklich an alle Anschlüsse gedacht, ja, die man hat. In dem Fall sind es natürlich diese Anschlüsse für Apple. Das ist auch für Apple und das ist für viele anderen mit ihren Micro-USB-Anschluss. Zum Beispiel unsere, ne? Ja. Unsere Symbelle ist genau. Symbelle ist richtig. Auch die verbrauchen gerade mal 10 Watt. Das ist natürlich auch verschwindend gering und sind auch sehr hell, 600 Lumen. Also da können Sie auch gerne mal einen Nachtspaziergang oder Strandspaziergang mit der Taschenlampe durchführen. Gibt es auch hier jetzt verschiedene Leuchtmodi. Sie sehen es ja, es ist jetzt nicht ganz so hell. Also ich kann hier zwischen 100% Leuchtkraft wählen oder 50 oder aber auch 15. Das wäre dann der Energiesparmodus. Das ist jetzt unser Stroboskop. Und dann haben wir natürlich auch noch das SOS-Signal. Und fokussierbar ist es ebenfalls noch. Ja, also wieder einer von unseren guten Cryolite-Taschenlampen mit sehr vielen Möglichkeiten. Man kann es, man hat nur eine Steckdose, man möchte aber 2 oder 3 Geräten laden, ist kein Problem. Dann einmal das Ladegerät für das Cryolite-Gerät hier und dann noch diesen Kabelbaum direkt für, ich kann 3 Handys oder Tablets zur gleichen Zeit laden. Genau. Also mit praktisch. Einer Steckdose. Also ja. Nicht verkehrt. Sollte man sich überlegen, die NX6547569. Und auch diese Taschenlampe hat natürlich eine Reichweite von bis zu 200 Meter. Schlagen Sie zu, liebe Zuschauer, unsere 2-in-1 Taschenlampe mit Powerbank. Wie gesagt, mit der NX6547 und der 569 das komplette Expeditionsset mit dem kleinen Köfferchen, was man ja auch immer gebrauchen kann. Wir haben das ja vorhin so ein bisschen schon mal auch angesprochen, mit dem Hund Gassi gehen, ne? Taschenlampe immer dabei haben. Aber auch der Hund, finde ich, den sollte man immer gut sichtbar oder der sollte gut zu sehen sein. Und da haben wir natürlich auch an die Vierbeiner gedacht. Absolut. Und da bin ich natürlich wieder angesprochen als Hundebesitzer. Und ich finde diese Halsbänder wirklich mega gut. Ich habe sie jetzt schon einige Male im Einsatz gesehen. Und man sieht wirklich es rot aufblitzen und die Lampen bewegen sich vorwärts, aber ich sehe sonst nichts. Genau. Wenn wir unser Jack Russell das ummachen, der ist ja schwarz, der sieht man überhaupt nicht. Bei meine Weiße, die sieht man noch schemenhaft, aber das hilft einem wirklich sehr zu sehen. Hier im Studio sieht das vielleicht nicht so aus, Lord. Aber jetzt sehen Sie unseren Lord. Und unser Lord, der also hier im Studio zu Hause ist. Und da merkt man schon, dass das hilft. Ja, es ist ja auch ganz praktisch, weil die meisten Hundehalsbänder, die haben zwar diese Reflektorenbänder dran, wie wir auch, aber das reflektiert ja wirklich nur, wenn irgendwo ein Licht auch noch da ist, ne? Dann reflektiert es. Aber wenn ich jetzt wirklich in Finsterheit, in Dusterheit spazieren gehe, dann nützt mir das Ganze auch nichts. Und deswegen hier 6 kleine LEDs und den Hund, der merkt das gar nicht. Das Band an sich wiegt gerade mal 29 Gramm. Also das ist sehr bequem für den Hund, ne? Und das ist ja natürlich auch ganz wichtig. Ja, er muss das ein Halsband tragen, ja, nicht? Und da ist ja auch die Öse dran, wo ich meinen
Karabiner reinstecken kann und fertig ist der Lack. Und wir haben das ja auch in zwei Größen. Im Prinzip ist es so, dass es nicht nur ein Stückchen Sicherheit ist für Sie selbst, damit Sie immer wissen, wo Ihr Hund sich gerade befindet, wenn er mal nicht an der Leine mitläuft. Und es ist für die andere Verkehrsteilnehmer Sicherheit, weil genau. Sie sehen das Tier viel, viel früher. Mhm. Die PE 7134 und die 569, das wäre jetzt für die kleinen Hunde, haben Sie ja gerade gesehen. Falls Sie aber Besitzer eines etwas größeren Hundes sind, dann haben wir natürlich auch hier ein etwas größeres Halsband. Ich wollte es nur mal eben zeigen. Ja. Das ist groß und das ist klein. Also kleine hatten wir schon, jetzt geht es um den großen. Und hier sieht man auch, dass hier doll geblitzt wird. Genau. Und das zum Thema Sicherheit, das möchte ich auch nochmal aufgreifen, was du gerade erzählt hast. Denn unser Kunde schreibt hier Ähnliches, nämlich FV aus Strehlen. Hiermit kann man seinen Hund an geeigneten Stellen sogar im Dunkeln noch frei laufen lassen. Denn man sieht ihn über eine weite Distanz wegen des Leuchtbandes sehr gut. Das kleine Band um den Arm gelegt eignet sich auch zum abendlichen Joggen sehr gut. Und dann noch GH, ideal, wenn mein Schwiegersohn auch in der dunklen Jahreszeit früh morgens mit dem kleinen Hund bzw. mit dem großen Hund joggen geht. Also, Sie sehen es mal wieder, hier haben wir alle Möglichkeiten für den Hund. Wir haben schlagkräftige Argumente mit unseren beiden, unseren großen 30 cm langen Cryolite Taschenlampen. Jetzt haben wir die Beleuchtung auch noch für den Hund und wir kommen jetzt auch wieder langsam in Richtung weitere Sicherheit unterwegs im Dunkeln. Wenn Sie mal in einem großen Wald oder Waldgebiet unterwegs sind, da müssen wir auch was für Sie tun, haben wir getan. Genau, nämlich mit unserem Verteidigungsspray. Sie kennen das vielleicht unter dem Namen Pfefferspray. Und das kann in der Notwehr oder in einer Notsituation richtig gut und hilfreich sein. Denn gerade so als Frau im Dunkeln fühlt man sich immer ein bisschen unsicher. Und wenn man dann sowas in der Handtasche wirklich hat, dann ist man immer auf der richtigen Seite. Das dient natürlich nur zur Verteidigung in der Notwehr, ganz klar. Ja? Und es ist natürlich auch hier mit einer Reichweite von bis zu 4 Meter, dass Sie da auch wirklich gut Abstand halten können und dass derjenige, der Sie bedroht, auch dann von Ihnen Abstand hält. Ja, und achten Sie immer darauf, dass Sie das mit ausgestreckten Armen machen, damit Sie mit Ihren Augen weit, weit weg sind von diesem Sprühnebel. Warum hat man sowas bei sich? Also es ist mir Gott sei Dank bis jetzt noch nie passiert, aber man ist mit seinem kleinen Hund unterwegs in einem Park, man hält seinen Hund an der Leine, wie es sich gehört, außer auf der Hundewiese, aber auf der Hundewiese passiert ja nichts. Da sind alle Hunde ohne Leine und da kommen die alle miteinander aus. In dem Moment aber, wo ein Hund an der Leine ist und man hat so einen kleinen und es kommt auf einmal so ein Riesenkavenzmann an und hat nur einen im Sinn, den kleinen Hund zu attackieren. Da ist es sehr schön, wenn Sie das kommen sehen, diesen Sprühdose einfach in die Hand zu nehmen. Genau. Den kleinen Hund wegziehen und den großen einfach mal in die kleinen Nebelwolken laufen lassen. Und mein Hund bleibt geschont und der Große muss sehen, wie er fertig wird. Das ist wirklich jetzt ein Spray für die Notsituation. Falls, ich habe ja gerade gesagt, das sollte man immer in der Handtasche haben. Ich weiß, liebe Männer, Sie tragen selten eine Handtasche mit sich. Deswegen, ich will Ihnen mal was zeigen. Hier haben wir nämlich noch so einen kleinen Clip. Kann man dann zum Beispiel praktischerweise an den Gürtel machen oder ich zeige Ihnen das jetzt auch mal, zum Beispiel an die Hosentasche. Ne? Da kann ich das auch mal bei mir haben. Also so würde das dann aussehen und dann zack, habe ich es immer bei mir. Ja? Das ist ganz praktisch und ich kann vor allen Dingen auch nur in eine Richtung sprühen. Viele haben ja die Bedenken, dass man dann versehentlich in die falsche Richtung sprüht, nämlich in die eigene Richtung. Das würde gar nicht gehen, wenn ich das jetzt so halte. Das geht einfach nicht. Also dafür haben wir auch für gesorgt. Man soll sich auch immer vergewissern, aus welcher Richtung der Wind weht. Der Wind, ja. Nicht wahr? Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar, brennen aber wie Hölle, wenn man es eine Ladung abbekommt. Es ist wirklich nur zur Selbstverteidigung im Notwehr gedacht. Die Stellnummer haben wir, das ist die PV 95 91 569. Also schlagen Sie zu und bestellen Sie sich Ihre Sicherheitsutensilien. Viel Spaß damit!